Wisst ihr, wenn man sich mal eine kleine Auszeit von den ganzen Trash-Anime und generischen Isekai nimmt, dann kann man tatsächlich hin und wieder ein kleines Juwel entdecken. Es mag zwar keine herausragende Animation wie von Demon Slayer, das politische Gefilde von Code Geass oder die übertrieben overpowerten Kämpfe von Slime besitzen, aber gerade genau durch diese Einfachheit liebe ich einfach Goblin Slayer. Der gute Goblin Slayer, und ja, so heißt wirklich der Hauptcharakter, ist nicht der typische Anime-Protagonist. Er ist weder der stärkste, noch der klügste, vielversprechendste oder gar der ausdauerndste. Er ist das Maximum von dem, was er auch sein kann. Ein Mensch, und zwar ein normaler Mensch. Was mich gleich direkt zum ersten Punkt führt, von dem, was mich so sehr an diese Serie fesselt. Hattet ihr jemals das Gefühl, dass ein Werk, egal ob Anime oder eben nicht, seine Welt nicht wirklich vollständig entfaltet? Wenn Kulturen eindimensional, zu simpel oder schlicht nur storyrelevant sind, Figuren nur existieren für den Plot oder whatever, dann könnt ihr bestimmt meinen folgenden Punkt gut verstehen. Aber für die, die Goblin Slayer nicht gesehen haben, hier eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass der Goblin Slayer Goblins jagt und schlachtet. Ja, ich weiß, ich bin sehr, sehr kreativ. Nee, aber jetzt wirklich, das ist das, worum es ganz kurz gesagt in dieser Serie geht. Das ist, was den Hauptcharakteren ausmacht. Die Serie weiß, was sie möchte, weiß, was sie erzählen will und wie sie dies vertiefen kann bis zu einem maximalen Punkt. Es geht wirklich einzig und alleine darum, dass ein gebrochener und traumatisierter Mann Rache will. An wem? Natürlich an den Goblins. Hast du überhaupt zugehört? Er will sie töten, vernichten, ausradieren, an ihnen einen Genozid verüben, was auch immer. Dafür muss er aber wissen, wie die Goblins ticken, wie sie denken. Also studiert er sie. In gleich der ersten Folge trifft er auf seine allererste Partnerin, jemals, die Priesterin. Nur wenige Folgen später stoßen die Hochelfen, der Zwerg und der Typ hier hinzu, von dem ich den Namen vergessen habe. Fuck. Jetzt ist er also nicht mehr alleine Goblins töten, sondern in einer Gruppe. Und darum geht's basically. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich bin ein riesiger Overlord-Fan. Ich schreibe tatsächlich sogar in der deutschen Übersetzung der Light Novel mit. Es dürfte also niemanden überraschen, wenn ich sage, dass ich ein gutes Worldbuilding wirklich zu schätzen weiß. Und naja, das ist so ziemlich der Grund, warum ich die Goblin Slayer Novel gelesen habe. Es ist wirklich mindbreaking, wie viel Zeit genommen wird, wenn man genauer hinsieht zumindest, um diese Welt zu erklären. Klar, man sieht Menschen, man bekommt grob ihre Religion mit, was so ungefähr die Beschaffenheiten vom Land sind und so weiter. Man sieht Goblins, man sieht andere Rassen, das war's. Nein, eben nicht. Absolut alles, was Goblin Slayer über die Goblins weiß und sagt, ist eine ziemlich geniale Form des Worldbuildings, eine Vermittlung von Wissen in diesem Werk. Dumme Rassen können schlecht erklären, wie sie funktionieren. Und seid mal ehrlich, wo sonst wird so massiv in so kurzer Zeit nicht nur die genaue Kultur, falls vorhanden, die Strategien, die Herkunft und Art zu denken von solchen Biestern begründet, sondern auch in Form von so vielen Beispielen gezeigt? Meistens geschehen solche Dinge in Anime nur rein oberflächlich und der Fokus bleibt einzig und allein auf dem Hauptcharakter, der vermutlich gerade wieder irgendeine Scheiße angestellt hat. Hier bleibt es ebenfalls auf dem Hauptcharakter, nur ist dieser mit einem schier unendlichen Fokus bei seiner Mission, Goblins zu töten. Mit Leib und Seele. Es klingt eigentlich absolut banal, kann so ein Anime überhaupt funktionieren? Ja, fucking absolut! Die Kämpfe sind, wenn wir ehrlich sind, extrem badass. Der Soundtrack. Der Soundtrack, Junge! Und das Beste ist ja auch, ich kann den Soundtrack sogar verwenden, ohne Copyright-Probleme zu kriegen. Genießt einfach mal kurz. Love it! Der auf dem Papier einseitige Kampf gegen scheinbar schwache Goblins ist dann doch etwas schwerer als gedacht und vor allem sehr vielschichtiger, ambivalent. Denn diese kleinen Drecksbiester, manchmal auch Dämonen genannt, lernen verdammt schnell und sie können sich auch weiterentwickeln. Es gibt Magier-Goblins, große, sehr, sehr starke, ich glaube, die hießen Hobgoblins, strategische Goblin-Lords und so weiter.
abhängig der Konstellation der Sippe der Goblins, also eine Art von Zusammenschluss, eine Gruppe oder whatever, und der Location, wo der Kampf stattfindet, kann jeder Fight ganz anders aussehen. Und die Figuren haben sehr, sehr reale Chancen, dabei wirklich draufzugehen. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt's aber keine Form der Wiederbelebung, Fragezeichen, ich habe keine Ahnung. Oh, habe ich bereits erwähnt, wie fucking düster der ganze Shit ist? In der ersten Folge wird direkt eine Frau vergewaltigt. Onscreen! Mal auf das ganze Blut geschissen. Man hat richtig Angst davor, dass die ganzen weiblichen Hauptcharaktere einfach missbraucht werden können. Und es ist wieder dieser brutale Realismus, der in dieser Dungeons & Dragons sehr ähnlichen Welt wieder Fuß findet. Es kann passieren, dass der Hauptcharakter gewinnt, verliert, stirbt, aber eventuell auch doch gewinnt in allerletzter Sekunde. Aber nicht wegen der Kraft der Freundschaft oder irgend so ein dämlicher Dreck, sondern durch seine genialen Einfälle und sein Verständnis von dem Feind. Und was auch wirklich besonders ist, niemand hat einen richtigen Namen. Kein Scherz, die Priesterin heißt Priesterin, das Mädchen hier heißt Cowgirl, der MC einfach nur Goblin Slayer. Und dieses abstruse Schema zieht sich durch die gesamte Serie. Es gibt auch Theorien, dass die ganze Serie im Grunde nur eine Runde Dungeons & Dragons ist, in der die Götter die Würfel rollen und der Zufall entscheidet über Sieg und Niederlage. Es ist grandios, wie diese zentrale und äußerst genau fokussierte Serie dich in seinen Bann ziehen kann, trotz einer wirklich fucking düsteren ersten Folge. Aber glaubt mir, alle die Nachfolge 1 noch weiter gesehen haben, sagen, sie lieben es. Ich nicht. Halt die Klappe! Also schaut Goblin Slayer. Oder eben nicht. Ich kann euch nicht wirklich sagen, was ihr tun sollt. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt mir das auch gerne. Und wenn ihr euch jetzt noch für Overlord interessiert, hier einer meiner Playlisten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.